Mein Name ist Nancy Waldmann. Ich arbeite bei der Märkischen Oder Zeitung in der Lokalredaktion Frankfurt Oder und berichte hauptsächlich aus Svobice. Wir stehen hier auf der Stadtbrücke und die Grenze ist jetzt zu nach Svobice. Im Kreis habe ich eine Reportage vom Svobicer Bazar eingereicht, der jetzt 30 Jahre alt geworden ist. Da habe ich zusammen mit meiner Kollegin Peggy Lose recherchiert, die die Fotos gemacht hat und die auch jetzt hinter der Kamera gerade steht. Der Svobicer Bazar ist jetzt 30 Jahre alt. Mit der Einführung der D-Mark 1990 in Deutschland hat es alles angefangen. Und aus dem Anlass wollte ich einfach mal eine Geschichte machen darüber, wie die Transformation, wie Leute diese Transformation erlebt haben. Der Bazar war kein einfaches Pflaster für die Recherche, weil viele Händler nicht so gerne viel sagen möchten eigentlich über ihre Geschäfte. Und deswegen war ich sehr froh, als ich meine Protagonistin gefunden hatte, Pani Wanda. Es hat jetzt nach 30 Jahren ihren Stand aufgegeben und sie hat sehr offen irgendwie über die Zeit gesprochen und sie hat sich auch getraut, was Kritisches über dieses deutsch-polnische Verhältnis zu sagen. Das war mir wichtig.